Ja, also, die Kundgebung geht noch weiter. Wir haben noch ein paar Redebeiträge zum Thema, zum Anlass der Kundgebung. Also nochmal ein Dankeschön und, für die Teilnahme, für die Anwesenheit, für euer Engagement und Interesse. Und auch die Presse ist sehr zahlreich da, das freut uns auch sehr. Deswegen machen wir einfach noch weiter, um es nochmal auch allen Passanten, die vorbeigehen und allen Neuköllnern klar zu machen, worum es hier geht. Hallo und herzlich willkommen zu unserer Kundgebung Weihnachtsbio Knoblauch Romanes. Ich finde, dass diese Kundgebung total nötig ist, da ich denke, dass es nötig ist, dieses Knoblauchprojekt für Roma öffentlich kritisch zu thematisieren und dagegen zu protestieren. Nicht-Roma und besonders auch Roma sollten über dieses Projekt, welches auf einer faschistoiden Denkweise basiert, informiert werden. Hier soll die, Zitat, Arbeitswilligkeit und Arbeitsfähigkeit von Roma unterstützt werden. Diese Aussagen von Herrn Dr. Buchmann und dieses Projekt lassen Bilder von vor 60 Jahren, von Auschwitz, den Spruch Arbeit macht frei, wieder neu aufkommen. Das ist eine Reinszenierung der NS-Zeit und weckt ein Traumata der Gewalt, des Rassismus. Wir von der Paria und das Bündnis gegen Rassismus möchten heute öffentlich vor dem Neuköllner Rathaus gegen das europäische Modellprojekt Bio-Knoblauch Romanes protestieren. Auch wenn die Sprache eine andere ist, wir erkennen trotzdem die faschistoide Denkweise, die dahinter steht. Wir wollen nicht ignorieren, wie mit diesem Projekt eine neue Form von Neosklaverei gefördert wird. Zwangsarbeit in den kapitalistischen Strukturen drückt sich hier durch eine neue Form der Plantagenarbeit aus. Inwiefern lassen sich Sklavenlöhne mit den heutigen Formen verknüpfen? Wer profitiert davon und welche Interessen werden hier vertreten? Die Stereotypen über Roma, die in dem Konzept des Projekts reproduziert werden, erfüllen eine politische Funktion. Diese Ausbildung sei den Roma zuzumuten, auch in geistiger Hinsicht. Die Annahmen, Roma seien weniger intelligent oder minderwertiger, sind uralte Klischees und werden propagiert, um ihr Projekt und den Umgang damit zu rechtfertigen. Das Ziel des Projektes ist es, Roma in deren sogenannte Heimat Arbeitsplätze zu schaffen. Welcher Gefahr die Roma größtenteils in ihren sogenannten Heimatländern ausgesetzt sind, nur weil sie Roma sind, wird verschwiegen und ignoriert. Es besteht kein Interesse, sich ernsthaft mit der Lage und Situation der Roma auseinanderzusetzen. Wir fordern das Recht der Bewegungsfreiheit der Roma und aller Menschen. Wir fordern das Recht, dort zu leben, wo wir wollen, für alle Menschen. Stopp Bio-Knoblauch Romanes und die neokoloniale Politik, die dahinter steht.